Gut, er ist scheinbar schon rein. Dann folgen wir mal. Ich spüre hier große Intensität. Das ist der richtige Ort. Ich weiß nicht, ob Malefika dafür verantwortlich sind, aber hier ist zweifellos etwas Böses am Werk. Geht voran, ich folge euch. So, so Böses ist hier am Werk. Naja, die Lichtstimmung ist auch ein bisschen düster. So, sind alle da? Stanton, willst du nicht vorgehen? Okay, Geister. Da ist uns der Weg versperrt, dann bleibt uns nur Raum links oder Raum rechts. Ich glaube, Raum rechts ist eine Sackgasse. Dann würde ich gerne da zuerst rein. Nicht viel los außer einer zerbrochenen Truhe. Eine Elfenwurzel. Oh. Spielzeuge auf dem Boden, Stockbetten. Das Spielzeug macht komische Geräusche und Funken. Okay, das ist scheinbar elektrisches Spielzeug. Natürlich. Das ist nur ein bisschen defekt. Hört ihr mich, Sir Willem, Sir Willem? Ich falle, Sir Willem, Sir Willem. Heute. Ich bin ein Mädchen, Sir Willem, Sir Willem. Aber ich sterbe, Sir Willem, Sir Willem, voller Schmerz. Gruselig. Kommt hier gleich Alma um die Ecke? Los geht's. Leeres Pergament. Bin schon unterwegs. Und noch eine Elfenwurzel. Gut, wir haben jetzt diese künstliche Barrikade umgangen. Oh, und ich sehe rote Pünktchen auf unserer Minimap. Na, was zu bekämpfen ist mir ja fast lieber als gruselige Stimmen aus dem Nichts. Wie schön, die Geister oder was auch immer, Untote lauern in der Besenkammer. Kann nicht geknackt werden. Interessant, ja, dann warten die scheinbar auf ihren Einsatz. Der jetzt ist. Ach, das sind tollwütige Mabari und ich dachte, das Bellen käme von unserem Hund. Stanny, Achtung, dass ich dich nicht treffe. Sir Otto kommt klar, ich hoffe es mal. Leliana beschwört wieder ihren Wolf. Oh, Sir Otto geht's gar nicht mal mehr so gut. Dem helfe ich mal ein bisschen. Vor allem sollte ich ihn wahrscheinlich auch mal heilen. Na komm, Mabari, lass den armen Sir Otto los. Okay, ich bin ja fast erleichtert, dass es nur tollwütige Hunde waren. Das ist ja alles noch halbwegs normal. Ja. Hier gibt's einen Tiefenpilz. Aha.
Die Tür ist nicht benutzbar, allerdings diese da. Los geht's. Gut, eine gefolterte Geisterfrau ist nicht mehr normal. Du gehst mal ins zermalmende Gefängnis. Sagte sie und verschwand. Wie groß dieses Waisenhaus auch ist, beziehungsweise wie lang es sich zieht. 3, 4, im Krieg ist das Reich hier. 8, 9, den Tod darfst du nie scheuen. Gruselig. Natürlich. Und noch mehr Geister, aha. Geister und Blutflecken. Mit einem Kältekegel erwische ich nur 2, aber besser als nichts. Kann man denn Geister zerschmettern? Nee, offenbar nicht. Oder ich habe gerade Pech. Aber man kann Geister offenbar betäuben. Verkohlter Leichnam. Ah, lecker. Und den plündern wir auch noch. Oh, ich ahne Übles. Ich ahne Übles. Ja. Hier. Hier ist das Zentrum von allem. Geht, Sterblicher. Denn hier gehört ihr nicht her. Gesegnet seien der Erbauer und seine Prophetin Andraste. Dieser Erbauer ist nichts im Vergleich zu meiner Herrlichkeit. Ich befehle euch, zeigt euch, Dämon. Versteckt euch nicht länger im Schatten. Ihr wagt es, mir Befehle zu erteilen. Mal sehen, ob euch euer großartiger Erbauer jetzt noch beschützen kann. Wurm! Ein Dämon des Zorns, das soll das ganze Geheimnis sein. Na schön, er hat natürlich coole und auch beeindruckende Kameraeffekte drauf, der Dämon. Der hat bestimmt studiert, aber ansonsten, naja, schauen wir mal, was er kann. Ah, er kann sich Unterstützung rufen, das kann er. Aber er selbst ist scheinbar schon erledigt. Oh, Stan nimmt einen Wundumschlag. War er so angeschlagen? Das hatte ich gar nicht im Blick. Gesiegt! Einst hielt ich mich selbst für einen großen Krieger. Aber was ihr hier geleistet habt, hätte ich niemals vermocht. Aber irgendetwas stimmt immer noch nicht. Dahinter steckt noch mehr. In der Nähe. In dem Gebäude neben uns. Ich spüre es. Auf der anderen Seite dieser Mauer. Gehen wir! Okay, Sir Otto will weitergehen. Wäre ja auch ein bisschen
zu einfach gewesen, das Ganze hier. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Dankeschön, eine Kriegsaxt. Und der verkohlte Leichnam hat noch eine Natursalbe. Die hätte er mal besser benutzt. Ich frage mich ja, ob sich eventuell was tut im anderen Teil des Hauses. Also ob sich plötzlich Türen öffnen und benutzbar sind. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Ja, der Flur verspricht auch nur Gutes. Der führt bestimmt in eine Marmeladenfabrik. Tobender Geist und niedere Schatten. Ist irgendwas dabei, das zaubern kann oder ein Wiedergänger? Scheinbar nicht. Oh, ich glaube, ich habe Stan erwischt, aber der steckt das weg. So, einmal Geistschlag, lasst mich in Ruhe. Noch ein verkohlter Leichnam. Oh, und jetzt wird's aber richtig düster hier. Oh, da war noch ein Schatten übrig. Los geht's. Wir speichern mal. Den Raum könnten wir öffnen. Ist das nur ein Raum oder geht's da weiter? Hier geht's auch weiter. Dann beklauen wir mal eben die Leiche. Oh, hier hat auch irgendwas gut gespeist. Ich nehme mal diese Tür. Wahrscheinlich ist es am Ende sowieso egal. Ja, wir werden damit auf denselben Flur geführt worden. Niedere Schatten. Ja, das beeindruckt mich jetzt nicht gerade. Das da schon eher. Tobende Geister, geh mal ins zermalmende Gefängnis, lieber tobender Geist. Und dann hätte ich da gerne einen Kältekegel drin. Alistair stellt sich dumm in den Weg. Oh, höhere Schatten. Ja, okay, ich hätte nichts sagen sollen. Hauen wir da nochmal einen Blitz rein. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Leider werde ich verfolgt. Nochmal einen kleinen Kältekegel. Ah, man kann Geister doch zerbersten lassen, immerhin. Bevor ich sterbe, gönne ich mir mal einen Wundenschlag. Und da war es nur noch der höhere Schatten und ein kleiner Geist, der gerade stirbt. So. Okay, ja, die Kämpfe werden heftiger. Können wir da durch? Nee. Aber da könnten wir... Erlaubt ihr? Rein. Ich könnte das machen. Dankeschön, Leliana.
Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Leider nichts sonderlich Tolles, aber immerhin. Wie riesig das hier ist und wie weit es sich zieht. Ja, und natürlich auch die malerischen Schreie. Und die Fleischerhaken von der Decke. Also es wird immer besser. Hier miete ich mich ein. Vor allem, wenn die Geister so entspannt auf dem Boden liegen. Oh. Jetzt kommen hier auch noch Abscheulichkeiten an. Dann kommt mal her, liebe Abscheulichkeiten. Ach ja, da war ja was. Die explodieren ja bei Tod. Aber das macht ja nicht so viel Schaden. Gut, da liegt noch Schutt rum. Mit, wow, unermesslichen Reichtümern drin. Und dahinter lauert wohl die Quelle allen Übels. Das sagt uns auch schon, dass das Spiel automatisch speichert. Gut, dann lugen wir mal vorsichtig hinein. Aha. Aha. Glaubt ihr, in Sicherheit zu sein? Obgleich die goldene Stadt gefallen ist, habe ich dein Antlitz und dein Licht geschaut. Ich bin dein... Spart euch euren Sermon für eure Predigten, Aufpriester. Ihr habt meine Brut getötet. Auf Befehl des Erbauers. Zeigt euch! Ihr Erbauer. Es gibt keinen Erbauer und keine goldene Stadt. Aber den Mondenschon. Oh, ja. Ich höre eure Lästerungen nicht. Bei Andraste und allen Göttlichen nach ihr! Ich befehle euch, stellt euch endlich! Halluzinierenden Namen! Noch ein Dämon des Zorns. Na, ob das schon der Obermöb ist, das wage ich ja zu bezweifeln. Aber ich muss ja sagen, ist schon recht nett gemacht für so eine Nebenquest. Hm? Wir haben es erneut geschafft. Die Finsternis weicht. Ich spüre es. Ich habe schon früher Dämonenwerk gesehen. Malefika sind immer mit im Spiel. Aber der Erbauer muss uns geleitet. Und jetzt stirbt! Autschi, Sir Otto geht's nicht mehr ganz so gut. Ah ja. Das ist dann wohl schon eher der Obermöb. Ein Boss-Dämon des Zorns. Ja, das ist schon plausibler. Dann komm mal her. Du kriegst direkt hier den Kältekegel ab. Nix ist schöner gegen Feuerdämonen. Und da er mich gerade so lieb hat, gehe ich mal ein bisschen rennen. Oh, 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 ich nehme ja ordentlich Schaden. Nimm mal einen Wundumschlag. Und hau mal eine Gruppenheilung raus. Oh, super, da erscheinen weitere Dämonen des Zorns, aber unserer ist fast hinüber. Ich gönn mir mal einen Geistschlag.
Wäre ja auch zu schön, der da ist immun. Erwische ich da hinten jemanden? Ja, leider. Das heißt, ich stelle mich mal gerade ein bisschen um. So. Da ist er Geschichte und seine beiden Kollegen werden ihm wohl folgen. Okay, ja, das war's letztendlich. Sir Otto konnten wir dann wohl nicht mehr retten. Was macht ihr eigentlich? Ah. Ja, ich wundere mich, was hier solche Geräusche macht. Das sind wohl die Fallenauslöser, auf die wir drauftreten. Schade, dass Leliana die nicht entdeckt hat. Plündern wir ein bisschen hier. Ein Drachenknochenhelm. Ja. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Oh, was haben wir denn da? Ein Templerschild, ein, ja, nicht mal ganz so gutes, Feuer- und Kälteresistenz und ein abgetragenes Amulett, ein abgetragenes Silberamulett voller Flecken im Dreck förmlich eingebacken. Au, oh, könnte das da eventuell das Amulett sein, das die irre Bettlerin sucht? Höchstwahrscheinlich, denn es gibt direkt eine Quest Stimmen im Kopf. Ja, zwei von meinen drei Stimmen im Kopf sagen, dass alles normal ist. Und die dritte summt die Melodie von Tetris.